Ach, deswegen konnte er mich jetzt sehen, okay. Ich bin bereit. Dann machen wir doch mal den hier. Ich bin dazu bereit. Ich warte. Ich möchte an der Stelle mal speichern. Der Panzer erwischt uns ja anscheinend wirklich nicht. Das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Mal sehen, ob er noch so ein Forschungsschiff hat. Und inwieweit wir hier eine Chance haben, wenn wir hier rumgehen. Weil das Erkennungsgebiet dieser Dinger ist ja relativ groß, ne? Ja, aber nicht unendlich groß, okay. Für Ayur. Okay, mit wenig Verlusten viel geschafft. Ich warte. Jetzt ist natürlich eine Frage, jetzt hat er natürlich auch hier einen Panzer. Ich gehe hier jetzt tatsächlich ein bisschen sehr vorsichtig vor. Nun gut. Für Ayur. Lerma. Okay, Fliegereinheiten haben sie auch. Gut. Ist ja toll. Für Ayur. Okay, also ist von der Seite wirklich doofe Idee. Gut, dann. Transporter. Dass wir mal die anderen beiden Bunker auseinandernehmen. Ob das klappt, ist so eine andere Geschichte. Mal gucken. Versuch macht klug. So. Was war das? Das klappt. Für Ayur. Okay. Nun gut. Speichern wir hier mal ab. Dann unsere komische Entdeckerdrohne. Wo ist sie? Da unten. Geh mal dahin, bitte. Das scheint ja auch irgendwie ein Landungsfeld zu sein für Gedöns. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, wo genau jetzt der Panzer denn so steht. Wahrscheinlich auch zwei Panzer? Nee. Stand er nicht vorhin hier? Da auf der Plattform? Ja, okay. Okay. Frage ist, Habe ich einen Winkel, aus dem ich den Panzer treffe, aber nicht selbst getroffen werde? Ich bin bereit. Ich befürchte, nein. Ich bin dazu bereit. Oh, was weiß ich denn schon? Oder halt. Betrachtet es als erledigt. Auf Teufel komm raus, auf den Raketenturm. Und dann auf den Panzer. Ja gut. So ist es. Weil dann ist der nämlich weg. Brauchen wir natürlich noch unsere anderen Truppen. Die natürlich überall verteilt sind. Gefühlt.
überall gefühlt verteilt. Ich warte. Siehst du, hätten wir sogar noch einen dunklen Templer. Für den Fall eines Falles. So. Ich hab gesagt, ich soll Karadas sagen. Karadas. So, und jetzt? So, du da einsteigen und dann haben wir sie wieder alle, ne? Dann kommt mal hier hin. Und dann geht er hier so hin. Und dann irgendwie auf gut Glück da rein. Das kann nur in die Hose gehen. Ja, dann würden wir einen neuen Energieregulator bekommen. Und wir haben schon verlustmindernd gearbeitet. So, alle mal aussteigen hier, wie immer. Kennt man ja. Haben sie es tatsächlich geschafft, haben alle entladen. Wow. Ist ein Traum. Gucken wir mal sicherheitshalber, ja. Und du hast auch leer. Okay. Lerasculio. Ja. Lermar. Dann wollen wir mal. So soll es sein. Gehen wir auf das Ding. Halt. Speichern vielleicht. Speichern. Jo. Und dann weiter. Gut. Zwei Bunker auch. Oh, nö. Immer bitte auf die Dinger. Okay. Hätten hier sogar noch mehr Dragone gehabt. Okay, ist it. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Verstärkung ist jetzt unterwegs, junger Templer. Okay, aber wo muss ich denn jetzt lang? Oh. Jetzt kriegen wir tatsächlich mal Raupen. Eure Gedanken. Und anderes wichtiges Zeug. Zera. Jetzt haben wir tatsächlich mal interessante Einheiten. Frage ist jetzt, muss ich bei euch ständig die Scarabs hier wieder neu laden? Ich hoffe nicht. Stellt ihr euch mal dahin. Und dann mal gucken, wo wir den jetzt lang sollen. Wo es Sinn machen würde. Ich habe ja keine Ahnung. Da davon sehr viel. Guck mal, da sind noch ein paar von denen hier, die sollten wir vielleicht nochmal erledigen. Stehen ja sonst hier ein bisschen doof rum. Man weiß ja nie. Hat man wegen was nicht gesehen und man bezahlt mit dem Tod dafür. Muss ja auch nicht sein. So. Speichern wir mal. Haben wir hier wieder jede Menge Türmchen. Sieht aber auch wieder sehr abgetrennt aus. Ich laufe gerade gut. Dann müssen wir jetzt tatsächlich hier lang. Das hier ist ja extrem befestigt. Ich meine, wir haben unsere Räuber, die theoretisch da ein bisschen was freibomben können. Die Frage ist halt nur, inwieweit das Sinn macht.
bin ein bisschen überfragt, wo ich denn jetzt taktisch angehe. Hier haben wir keine Ahnung was alles. Und hier haben wir riesige Befestigung. Riesig. Wir können natürlich versuchen. Ob das klappt, ist eine andere Geschichte. Versuchen, es nicht machen. Euch mal dahin bringen. Mein Laden. Hier. Erklärt euch. So. Versuch mal, ob du da reinkommst. Euer Denken gleicht dem meinen. So soll es geschehen. Nein, das ist zu weit entfernt. Mit Räubern da irgendwie was zu machen, damit man da landen kann. Wir können das Ziel nicht angreifen, was? Warum denn nicht? Weil zu weit entfernt oder was? Weiß ich jetzt noch nicht, wie ich jetzt darüber komme. Vielleicht mit weiteren Einheiten, die halt noch kommen. Ansonsten weiß ich es halt nicht. So, mach du mal hier was hin. Obwohl. Bleib mal hier. Da steht einer. Dann mach das dahin. Falls du daran kommst. Das klappt schon mal ganz gut. Ist sogar fast kaputt. Sehr schön. So, das machen wir jetzt noch mehr, bis halt die ganzen Goliaths da weg sind. Sneak mich hier an allem vorbei. Das merkt keiner. Hoffe ich. Wo läufst du hin? Wo läufst du hin? Euer Denken gleicht dem meinen. Mist. Okay, der wird kommen. Der wird kommen. Ach ihr, ihr seid so doof. Eure Gedanken. So, da hinten läuft er. Das ist hier so einen halbwegs langen Weg vor sich. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass wir halt vielleicht sag schon, diese ganzen Transportschiffe hier irgendwann mal als Kanonenfutter irgendwie vorschicken müssen oder so. Weiß ich nicht. So. Ist hier noch irgendwo was drauf? Nö. Gut. Dann landet ihr auch mal da drüben, bitte. So. Dann kommt ihr mal hier rum. Wir sind vorsichtig hier. Vorsichtig, sagte ich. Meine Fresse. Was ist mit der Vorsicht? Das haben die noch nicht so drauf, ne?